Ich freue mich sehr, Daniel und Maria oder nur Daniel oder nur Maria, ich weiß nicht, wie ihr es macht, nur den Daniel erstmal hier oben begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Du bist ja auch nicht zum ersten Mal hier bei uns. Ich erinnere mich an euren letzten Besuch, das war sehr kraftvoll. Und dann... Ja, dann sag uns mal, was du uns zu sagen hast. Wir freuen uns zu hören. Wir wollen aufstehen zusammen. Vater, wir danken dir, dass hier ein Ort der Herrlichkeit Gottes ist, Jesus. Und wir brechen jetzt, Vater, alle Dinge ab, Jesus. Und wir danken dir, dass deine Herrlichkeit heute durchfließt. Wir danken dir, dass heute Heilung fließt, Herrlichkeit fließt und Durchbrüche Gottes in Jesu Namen. Danke, Jesus, dass Dämonen rausgehen, dass Kraft Gottes reinkommt, dass Krankheit rausgeht, dass Heilung reinkommt. Jesus, du bist ein Befreier, du bist der Heiler, du bist der Erneuerer. Und wir sprechen aus, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden in Jesu Namen. Denn dein Wort sagt, die Gemeinde wird blühen und gedeihen zu deiner Ehre. Danke, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Und die ganze Gemeinde sage... Wunderbar, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Und bevor ich anfange, will ich die Ulrike nach vorne bitten. Wir sind mit dem prophetischen Team hergekommen, mit mehreren Leuten. Und wir werden gleich auch euch dienen. Und Ulrike hat einen Eindruck für die Gemeinde. Mit dem wollen wir beginnen. Danach stelle ich mich vor und danach gehen wir dann ins Eingemachte rein. Seid ihr bereit? Ja? Wunderbar. Amen. Ja, ich hatte den Eindruck, Gott hat wirklich was vor mit dieser Gemeinde. Gott hat wirklich Durchbrüche geplant für diese Gemeinde. Ich nehme aber ganz stark wahr, dass davor etwas passieren muss, eine Entscheidung des Herzens getroffen werden muss, dass diese Durchbrüche auch geschehen dürfen, weil sonst sind hier im Raum Blockaden. Und durch die Blockaden können diese Durchbrüche nicht freigesetzt werden. Und mein Eindruck ist, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne für sich nochmal sein Herz überprüft und sagt, wo ist in meinem Herzen eine Blockade, sodass dieser Durchbruch wirklich durchbrechen kann, sodass Gott das heute tun kann, was er sich vorgenommen hat zu tun. Und da beten wir jetzt rein, würde ich sagen. Ja. Wer damit einverstanden ist und sagt, jawohl, wir wollen die Blockaden durchbrechen, stehen wir kurz auf und dann machen wir uns eins damit. Jesus, so danken wir dir. Wir danken dir, dass wir unsere Knie beugen dürfen vor dir. Und wir wollen es jetzt hiermit tun. Wir wollen dir sagen, wir wollen, dass dein Wille hier geschieht. Wir wollen, dass dein Reich hier anbricht. Wir wollen, dass deine Pläne hier zustande kommen. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Pläne hat mit dieser Gemeinde. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Gedanken der Zukunft und Hoffnung für diese Gemeinde hat. Und da, wo wir dir Einhalt geboten haben oder wo wir dir im Weg gestanden sind, da bitten wir dich um Vergebung, dass diese Dinge hervorkommen können. Und wenn es auch dein Anliegen ist, dann darfst du jetzt auch deine Knie vor Gott beugen. Dann darfst du jetzt auch deine Knie vor dem Höchsten beugen und sagen, ich gebe mich in dieses Wort hinein und ich möchte, dass die Dinge freigesetzt werden, die Gott hier heute freisetzen möchte. Wenn du damit übereinstimmst, dann sprich das jetzt selbst vor Gott aus. Es ist deine Entscheidung, die notwendig ist, deine Herzensentscheidung, dass die Dinge durchbrechen können. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du all diejenigen siehst, die ihre Knie gebeugt haben. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der gesagt hat, dass wenn wir uns erniedrigen vor dir, dann wirst du die Dinge hervorkommen lassen. Und wir danken dir, dass wir vor dir alles ablegen dürfen, was uns trennt von dir oder was dich behindern möchte. Und wir heißen das willkommen, Heiliger Geist, alles, was du heute hier tun möchtest. Wir sagen dir, deine Pläne sollen zustande kommen und es tut uns leid, wo wir dem im Weg gestanden sind. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich hier zeigen möchte, der hier reinlaufen möchte, der sich hier offenbaren möchte. Und wir heißen es willkommen, dass es hier heute geschieht in diesem Gottesdienst und dass all die Dinge, die du geplant hast, heute hier hervorkommen werden. Wir heißen dein Wirken hier willkommen, alles, was du tun möchtest, Befreiung, Heilung, Freisetzung im Namen Jesu. Und Jesus, wir empfangen das, was ausgesprochen wurde. Und wir danken dir für den Fluss des Geistes vom Himmel, vom Thron Gottes in Jesu Namen. Wir empfangen das, was du für uns heute Morgen hier in Frankfurt vorbereitet hast. Und alle sagen Amen. Darfst gerne wieder hinsetzen und deinem Nachbar sagen, erwarte heute Großes von Gott.
Halleluja. Ja, wir waren gestern schon im Haus hier bei euch und haben schon richtig gute Sachen erlebt. Wir haben gestern erlebt, wie Leute getauft wurden im Heiligen Geist, geheilt wurden, Dämonen sind rausgegangen. Menschen haben sich bekehrt hier in diesen Räumen. War richtig, richtig stark. Wir sind richtig begeistert so als Team. Wir sind richtig heiß, euch jetzt zu dienen. Wollt ihr das Gleiche erleben, ja? Wunderbar. Wir sind mit einem Team gekommen von 8 Leuten, die werden jetzt gleich in ihre Räume gehen. Hinten sind dann die ganzen Räume dann voll mit Gebetsleuten. Während ich hier dann vorne predige und Maria dann auch was sagen wird, werden dann Leute hier nach hinten geführt werden von der Isabella. Isabella ist jetzt da hinten und wird dann die Leute durchzuordnen. Wir sind ja eine Familie, gell? Und wir sind sozusagen, während ich hier vorne rede, wird hinten dann auch durchgearbeitet. Von vorne und von hinten, wie ein Burger werdet ihr zerquetscht, ja? Und hier drin wird dann ein guter Geschmack zustande kommen. Die letzte Reihe von diesem Block bitte ich mal kurz frei zu machen. Die letzte Reihe, wo ihr gerade sitzt, genau. Das ist die Heilungsreihe oder die Begegnungsreihe. Wenn du Einzelgebet haben willst von unseren Gebetsleuten, die sich jetzt in 2er-Teams hinten platzieren in den einzelnen Räumen, lade dich ein, dass du einfach ein bisschen nach hinten guckst immer wieder. Und wenn ein Platz von dieser letzten Reihe frei ist, so wie jetzt gerade 6 Stück, ja, dann kannst du dich da hinsetzen und Isabella wird dich dann mitnehmen. Und hinten werden dann Prophetien zustande kommen, Heilungsgebete werden da zustande kommen, Befreiungsgebete werden zustande kommen. Wer von euch möchte Einzelgebete haben heute am Vormittag? Okay? Die ersten 6 können dann schon sich mal hinsetzen da und Isabella wird euch dann zuordnen. Genau, könnt immer wieder während der Predigt nach hinten gucken und so, wenn dann Platz frei ist für dich, dann kannst du dich einfach hinsetzen. Und wir haben richtig erlebt, die letzten 2 Gottesdienste hier, die Herrlichkeit ist geflossen, war richtig schön. Ja, wir sind eine Familie und das ist wunderbar. Ja, genau, unser Team, wie gesagt, betet jetzt da hinten, das ist gut. Wer von euch kennt mich nicht? Man kann kurz die Hand heben. Sonst darf ich mich vorstellen wieder, okay, schon einige Preise. Wer von euch kennt die Maria nicht? Okay, Maria, es gibt auch noch Leute, die dich nicht kennen hier. Halleluja, aber von dir gibt es ein Buch, ja? Hinten gibt es verschiedene Bücher, auch zum Kaufen von dir, auch eine Lebensgeschichte. Ja, Maria, es ist angekommen diese Woche. Bei uns zu Hause ist jetzt, und jetzt haben wir uns entschieden, aber in Frankfurt zu sein. Heute fahren wir wieder zurück. Und dann bist du auch in der Schweiz unterwegs, in Ungarn unterwegs und du bist ja noch jung, 33, gell? Weil Jesus ist dein Leben und von daher hat sie diese Kraft und diese Power, das ist ganz gut, ja. Ja, wer bin ich? Vor 2 Jahren haben wir uns kennengelernt in Israel. Wir haben eine Prophetenkonferenz gemacht in Israel mit 360 Leuten, ein ganzes Hotel da gehabt, ganz große Räume und die Herrlichkeit Gottes war ganz stark da in diesem Prophetenkonferenz und dann hat Maria gesagt, Daniel, komm bitte nach Uganda, wir müssen euer Buch verfilmen. Ja, wir haben ein Buch geschrieben, heißt 40 Tage Reich Gottes. Und dieses Buch haben wir in 42 mit Einleitung und so weiter, haben wir, okay, langsamer reden, alles klar. Wer von euch versteht mich nicht? Okay, ich versuche langsamer zu sprechen, wunderbar. Und dann haben wir das Buch von 40 Einheiten haben wir in 40 Videos gedreht. Das lief dann folgendermaßen ab, wir saßen dann in Uganda. Und vor der Kamera und nach jedem Einheit mussten wir unsere Klamotten wieder wechseln. Und das war das Schlimmste für Maria. Oh nein, nicht schon wieder. Und dann haben wir also 40 Videos gemacht. Und diese 40 Videos haben ganz viele Menschen berührt. Das war richtig stark, ja. Gibt auch das, somit gibt es jetzt den Film zum Buch, ja. Ja, was machen wir? Wir sind, also ich komme aus Pforzheim, Daniel Exler, bin Pastor dort in der Gemeinde und gleichzeitig Steuerberater, das funktioniert, genau. Und wir schicken Missionare in die Welt. Wir haben also über 60 Gemeinden schon in Indien. Wir haben in Namibia haben wir verschiedene Bibelschulen und auch in der Ukraine haben wir 3 Gemeinden. Und jetzt gerade ganz aktuell in dieser Ukraine-Krise haben wir Leute direkt in den Kriegsgebieten, wo die Leute rausholen, aus den Kellergebieten, nach Deutschland bringen und so weiter. Wir vermitteln hier ganz viel. In Deutschland haben mehrere LKWs, gestern sind wieder 5 LKWs rübergefahren mit Hilfstransporten und so. Und es ist richtig schön, das Reich Gottes bauen zu dürfen. Ja? Und ich habe mein Leben gegeben für den, der sein Leben für mich gegeben hat, und das ist Jesus Christus. Ich habe mich entschieden, alles zu geben für den, der alles gegeben hat für mich, und das ist Jesus. Ja? Und ja, dann bin ich aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Habe immer von Jesus gehört. Ich war immer in der Gemeinde, so wie ihr jetzt rumsitzt und hört, irgendjemand predigt da. Und so habe ich gehört von Leuten, die da vorne sind, die von Jesus erzählen. Ich habe von ihm gehört, von diesem Jesus, der befreit, der heilt, der freisetzt. Und plötzlich wurde ich unheilbar krank.
Ich habe 50% meiner Sehkraft verloren. Ich konnte nicht mehr schreiben, nicht mehr laufen, Halbseite nichts mehr gespürt. Bin ab ins Krankenhaus gekommen. Die checken mich durch, gucken alles an und sagen, unheilbar krank, MS, Multiple Sklerose. Das ist zu Ende. In 2 Jahren werden Sie in den Rollstuhl sitzen, haben sie mir gesagt. Und die Diagnose war hart, die Diagnose war unheilbar. Aber was unheilbar ist bei Menschen, ist heilbar bei Gott. Was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Bitte wirf dein Vertrauen nicht weg. Die eine große Belohnung haben wird, sagt das Wort. Und dann habe ich das Wort Gottes genommen. Ich habe die Bibelstellen, ich werde es euch gleich geben, über Heilung immer wieder ausgesprochen. Vielleicht die erste, guckt man gleich mal zusammen an. Ist in Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Da steht drin, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm. Genau, die Strafe lag auf ihm. Zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Können wir die letzten paar Worte zusammen sagen? Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und ich laufe in meinem Zimmer rum und spreche diese Sachen aus. Durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Ich humpel rum, ich kann gar nicht laufen. Aber ich spreche das aus und ich gucke da drauf, was da steht. Mir ist Heilung geworden. Ich gucke auf meinen Körper und meine Gefühle sagen mir, du bist verrückt. Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch keine Realität. Das ist doch gar nicht korrekt. Und ich habe eins kapiert, es gibt Realitäten. Und es gibt das Wort Gottes. Es gibt die Tatsachen und es gibt die Wahrheit. Und die Wahrheit hat einen Namen und diese Wahrheit ist Jesus Christus. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Und die Wahrheit hat einen Namen und das ist eine Beziehung. Die Wahrheit ist keine Theorie oder ein Wort oder eine Meinung. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Und wenn du die Wahrheit erkennst, setzt die Wahrheit dich frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit setzt euch frei. Und ich humpel rum in meinem Zimmer die ganze Zeit und spreche es aus, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und ich fühle mich total unangenehm, weil das stimmt ja gar nicht. Und ich mache es immer weiter, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Und in meinem Herzen passiert was. Ich werde langsam wird es von unangenehm zu angenehmer, irgendwann war das neutral, irgendwann habe ich ein bisschen, war ich davon überzeugt und dann war ich zu 100% davon überzeugt. Ich habe es geglaubt, weil das Wort das sagt, dass ich geheilt bin, bin ich geheilt. Ich bin nicht geheilt, weil mein Körper sagt, ich bin geheilt. Ich bin nicht geheilt, weil meine Gefühle sagen, ich bin geheilt. Ich bin nicht geheilt, weil die Ärzte sagen, ich bin geheilt. Ich bin nicht geheilt, weil die Diagnose sagt, ich bin geheilt. Ich bin geheilt, weil das Wort sagt, ich bin geheilt. Und die Spannung ist ziemlich krass. Das Wort sagt, ich bin geheilt, mein Körper sagt, du bist krank. Das Wort sagt, ich bin geheilt, meine Gefühle sagen, du bist krank. Das Wort sagt, ich bin geheilt, meine Freunde sagen, du bist krank. Das ist eine krasse Spannung. Maria sagt, wenn du die Spannung wegnimmst, dann wird dein Leben nicht mehr spannend. Wenn du die Spannung aufrechterhältst, dann hast du ein spannendes Leben. Halleluja. Ich lade dich ein, in ein spannendes Leben zu kommen. Wie? Indem, dass du die Spannung nicht abschneidest in deinem Leben. Die Spannung zwischen der Wahrheit Gottes und deiner Realität, also deinem Zustand, deinem körperlichen Zustand, diese Spannung nennt man Glaube. Und Jesus hat immer gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und so habe ich es immer wieder ausgesprochen. Römer 10, 17 sagt, Glauben kommt vom Hören. Und das Gehörte kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung oder aus dem Wort Gottes. Und ich lade dich ein, dass du das Wort Gottes hörst, dass du das Wort Gottes annimmst, dass du das Wort Gottes glaubst, dass du das Wort Gottes aussprichst. Und wenn du es aussprichst und hörst, kommt es in dein Herzen und Glaube entsteht in deinem Leben. Halleluja. Und so habe ich es gemacht die ganze Zeit, ich habe es ausgesprochen, immer wieder. Und Glaube ist gewachsen in meinem Herzen und ich habe gewusst, ich bin geheilt, weil Gott sagt, ich bin geheilt. So, fertig. Aber körperlich hat es nichts geändert. Ich humpel rum und ändert sich nichts.
was machen wir jetzt? Ja, was habe ich gemacht? Einfach auf dem Wort stehen. Ich bin geheilt. Nicht nur ein Tag, nicht nur 5 Tage, sondern wochenlang. Dann war wieder eine Untersuchung. Wir haben es wieder angeschaut, alles ab in die Röhre wieder, also Kernspintomographie. Die haben alles durchgeschaut, durchgecheckt. Und am Ende haben sie gesagt, wir finden nichts mehr. Wir wissen nicht, wo das ist. Das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich ist es eine Fehlaufnahme. Noch einmal rein. Noch einmal rein. Und wieder das gleiche Ergebnis, wir finden nichts. Und dann haben sie gesagt, komm bitte im halben Jahr wieder. Und dann habe ich ein halbes Jahr Zeit gehabt, einen Prozess der Heilung durchzugehen. Ein Prozess, immer wieder das Wort Gottes aussprechen. Und während ich es ausspreche, ist in meinem Herzen Glaube gewachsen. Die ganze Zeit, jeden Tag, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und mein ganzer Körper hat sich wiederhergestellt. Alle Funktionen, das Augenlicht vollständig, wieder meine Koordination, mein Bein, alles wieder, alle Gefühle kamen wieder zurück. Ich komme wieder zum Arzt nach einem halben Jahr, wieder ab in die Röhre. Und sie sagen, hey, wir wissen nicht warum, medizinisch warst du krank, jetzt ist medizinisch alles weg. Wir können uns das nicht erklären. Und ich dachte, ja, das nennt man Wunder, nennt man Heilung. Und damals haben die Ärzte gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 19 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Sein Name ist Jesus. Mit meiner Geschichte möchte ich euch ermutigen, was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg, die eine große Belohnung haben wird. Eine große Belohnung. Und was ist das Entscheidende? Es ist keine Geschichte von Menschen. Es ist das Wort Gottes. Das, was das Wort, also was dir wirklich helfen wird, ist das Wort Gottes. Nicht die Maria, nicht der Daniel, nicht dein Pastor, dein Hauskreisleiter oder dein Lobpreisleiter. Der dir wirklich helfen kann, ist Jesus Christus. Und da brauchst du eine Verheißung. Und lass uns mal in diese Verheißungen reinschauen. Matthäus Kapitel 8, Vers 16. Matthäus Kapitel 8, Vers 16, da steht drin. Und als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesaja 53 kommt in Spiel, er kommt auf diese Erde, es wird verheißen und da kommt ein Messias, der wird alle Krankheit tragen. Alle. Wer ist dieser Messias? Die Propheten des alten Bundes warten auf Jesus, auf diesen Messias, der da kommen wird und der die ganze Schuld der Erde auf sich nehmen wird. Und dann kommt Jesus Christus. Er heilt alle Leidenden, er tut Besessene freisetzen, er treibt die Geister aus mit seinem Wort. Warum? Damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde, er trug unsere Krankheiten. Also, Jesaja 53 war ziemlich, ziemlich lebendig. Es war ziemlich körperlich. Ja? Jesus hat es gemacht. Warum? Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde. Und eins kann ich euch sagen, die gleiche Kraft, die im alten Bund war, die gleiche Kraft, die mit Jesus war, die gleiche Kraft ist heute hier in Frankfurt. Wenn ich euch das Mikrofon zeige, könnt ihr Amen sagen. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden hat, die gleiche Kraft ist heute hier in diesem Raum. Amen. Halleluja, genau, so ist es. Lass uns weiterschauen in Markus Kapitel 16, Vers 17 und 18. Markus Kapitel 16, Vers 17 und 18. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Wer von euch ist ein Gläubiger? Wer von euch glaubt an Jesus Christus? Wunderbar. Achtung, Jesus definiert, wie du aussiehst. Wie du erkannt wirst, was ist dein Zeichen? Ja? Wenn du in eine Stadt kommst und du suchst einen McDonald's und du warst noch nie in dieser Stadt, welches Zeichen suchst du, damit du McDonald's findest? Ein M, du suchst ein gelbes oder ein grünes M irgendwo und dann siehst du M. Das ist das Zeichen von McDonald's und du siehst, ah, da kannst du jetzt hinfahren, wenn du da halt hin willst. Und du gehst dahin. So, das heißt, das Zeichen von dieser Firma ist ein M. Was ist das Zeichen von dir? Was ist das Zeichen eines Gläubigen? Was ist das Zeichen, dass man einen Gläubigen erkennt? Ist es die Kleidung? Ist der Fisch auf deinem Auto? Was ist das Zeichen eines Gläubigen? Laut Jesus, jetzt kommt, wie man dich erkennt. Wenn fremde Menschen in deine Stadt kommen und du stehst da vorne rum,
Wie erkennen sie, dass du ein Gläubiger bist? Und die Definition ist hier von Jesus. Das ist keine Lehre von mir, sondern die Grundlagen von Jesus Christus. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Nämlich, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ein Gläubiger kann Dämonen austreiben. Die Dämonen haben mehr Angst vor dir, als du vor denen. Aber wenn du überzeugt bist, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, geht gar nicht, dann wird auch nichts passieren. Und es gibt so viele Leute, die sind gebunden und die können nicht frei werden, weil wir die Dämonen nicht austreiben. Und dann gehen sie ab in die Psychiatrie, ab in die Esoterik, ab in die Satanismus-Ebene und suchen irgendwo nach einer Freiheit. Es gibt aber keine Freiheit außer durch Jesus Christus. Und ich lade dich ein, dass du anfängst, Dämonen auszutreiben. Gestern haben wir so viele Dämonen hier rausgekickt. War richtig cool, hat Spaß gemacht. Ich lade dich ein, hab doch keine Angst davor. Es ist ein Zeichen eines Gläubigen. Was ist also das Zeichen? Wenn ein Dämon in deine Richtung kommt, springt der Dämon raus. Nicht der Dämon auf dich drauf, sondern der Dämon geht raus. Ganz einfach, ja? So sagt es Jesus Christus, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Das Zeichen eines Gläubigen ist, dass er in neuen Sprachen redet. Manche denken, oh, das ist aber jetzt pfingstlerische, charismatische Sonderlehre. Nein, das ist die Grundlage von einer neutestamentlichen Definition von Jesus Christus, unterste Ebene, wie ein Christ erkannt wird, wie ein Gläubiger erkannt wird. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sie werden in neuen Sprachen reden. Amen. Gestern Abend haben wir so viele Leute hier getauft im Heiligen Geist, hier war so ein Jugendgottesdienst. Leute kamen nach vorne von allen möglichen Gemeinden, einer nach dem anderen getauft im Heiligen Geist. Wow, ich freue mich. Wenn du es noch nicht hast, lass für dich beten für die Taufe im Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Wenn du in Zungen sprichst, in neuen Sprachen redest, baust du dich selber auf. Viele Menschen fragen mich, Daniel, wie kriegst du eigentlich dein Leben hin? Wie schaffst du das eigentlich? Ich bin ziemlich viel unterwegs und verschiedene Nationen auch und hier in Deutschland viel unterwegs. Und ich kann dir einen Schlüssel sagen in meinem Leben, ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Geht nur mit dem Heiligen Geist. Aber mit dem Heiligen Geist ist es ziemlich einfach. Und ich lade dich ein, wenn du wirklich in deine Berufung kommen willst, lebe in dieser Kraft des Heiligen Geistes. Diese Kraft brauchen wir. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Amen. Wunderbar. So, also, Punkt Nummer 1, sie werden Dämonen austreiben. Punkt Nummer 2, sie werden neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Achtung, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden oder geheilt werden. Das bedeutet, was machst du mit deiner Hand? Drauflegen auf die Kranken, oder? Steht doch da drin. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wenn deine Hand einen Kranken berührt, wird der Kranke gesund. Was sagt die Welt? Wenn du einem mir zu nahe kommst bei einem Kranken, wirst du krank. Seht ihr, wie die Welt es dreht? Wenn du in einen Raum reinkommst und deine Hand berührt jemand, wird der Kranke geheilt. Und nicht du wirst krank. Wenn du das glaubst, die andere Richtung, dann wird es auch zustande kommen, entsprechend deinem Glauben. Dir geschehen nach deinem Glauben. Wenn du aber glaubst, dass wenn du da hineinkommst und deine Hände berühren einen Kranken, wird der Kranke geheilt. Ich will dich ermutigen, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, nämlich sie werden Schwachen die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Ich lade dich ein, dass du anfängst zu üben, dass du, wenn du Kranke findest, sagst, hey, darf ich für dich beten? Let's go. Dann machst du das, benutzt deine Hand obendrauf und erwarte, dass da Heilung fließt. Und dann machst du es vielleicht 10-mal und es hat 10-mal nicht geklappt. Was machst du dann? Weiter mal, 11. Mal, ja. Kennt ihr den Reinhard Bonke? So ein Glaubensheld, der ist ja schon abgezwitschert in die Ewigkeit, Maria, ja. So sagst du das ja immer, abgezwitschert in die Ewigkeit. Und schon abgezwitschert. Und sein Nachfolger, Daniel Kolender, kennt ihr den? Ja. Das ist sein Nachfolger, er macht die ganzen Crusades, also diese Großevangelisationen. Und der Daniel Kolender, ganz junger Nachfolger von ihm, fragt den Reinhard Bonke. Reinhard, wenn ich für 100 Leute bete
oder 100 Mal schon gebetet habe und keiner wurde geheilt, was soll ich machen? Dann sagt er, der weise Reinhard, zu dem jungen Daniel: Daniel, wenn du 100 Mal gebetet hast und keiner wurde geheilt, bete beim 101. so, wie wenn alle vorher geheilt worden wären. Das ist der Schlüssel für seine Nachfolge gewesen. Er hat es gemacht, Tausende sind schon geheilt worden, Millionen schon bekehrt, weil er nicht aufgibt, nicht loslässt. Ich möchte euch diesen Ratschlag geben. Vielleicht hast du schon 10-mal gebetet und nichts ist geschehen. Hör nicht auf. Vielleicht hast du schon 100-mal gebetet und nichts ist geschehen. Hör nicht auf. Und wenn der Erste geheilt wird, vielleicht von was ganz Kleinem, einem Schnupfen oder irgendwas, dann sagst du, danke Jesus, das Erste ist geschehen. Und wer im Kleinen treu ist, den tut Gott über Großes setzen. Und wenn du anfängst, das Kleine zu ehren, das Kleine zu loben, wird das Kleine immer größer und größer und größer und größer und Gott erweitert dein Gebiet. Und je mehr du das machst, desto höher wird die Rate der Heilung. Und desto mehr wird es zustande kommen. Ich bin jetzt schon 20 Jahre im Heilungsdienst und wir erleben richtig, richtig gute Heilung, richtig schön. Aber die ersten Jahre hat nichts geklappt, also ungefähr gar nichts passiert. Und bis der Erste geheilt wurde, dann der 5., dann der 10., dann der 20. Und jetzt erwarte ich, dass die Herrlichkeit Gottes von Tag zu Tag zu Tag immer mehr wird. Ich lade dich ein, dass du auf die Grundebene eines Gläubigen kommst, laut Jesus Christus, der da sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Dämonen austreiben. Und wenn deine Hand einen Kranken berührt, wird der Kranke geheilt. Schau mal deine Hand an. Eine schöne Hand. Diese Hand kann zwei Sachen machen. Entweder sie kann sündigen, indem sie Menschen schlägt, oder dass sie Sachen veruntreut, oder dass sie Sachen klaut, oder dass sie Sachen wegnimmt. Du kannst die Hand benutzen zur Sünde, oder du kannst die Hand benutzen zur Heilung. Ich lade dich ein, dass diese Hand, deine Hand, Kranke heilt. Dass deine Hand bekannt wird, wow, wenn diese Hand aufgelegt wird, dann wird es fließen. Ja? Und dass du anfängst, mit deiner Hand Gutes zu tun. Deine Hände sind von Gott gesalbt. Und wenn deine Hände die Kranken berühren werden, hat es ein Ziel, dass sie geheilt werden. Amen. Ich möchte dich ermutigen da drin. Wir als Gemeinde sind die Hoffnung für diese Welt. Wir als Gemeinde sind die Hoffnung für die Menschen um uns herum. Und wir wollen noch einen Schritt weitergehen in Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10, Vers 7 und Vers 8. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also, ich bin heute hier in Frankfurt, ich spreche gerade in Frankfurt. Was soll ich sprechen? Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ich soll es sagen, somit sage ich es euch. Ja? Also, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Liebe Frankfurter, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Die Zeiten sind nicht mehr lange, es ist nicht mehr weit weg. Bald kommt Jesus wieder. Halleluja. Und das Reich Gottes ist angebrochen, es ist nahe gekommen. Und was sagt Jesus? Heilt Kranke. Weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr bekommen, umsonst gibt. Jesus weiß, in den letzten Tagen ist es wichtig, dass wir Kranke heilen und dass wir Dämonen austreiben und dass wir Tote auferwecken. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst mit dem Auftrag Jesu, der da sagt, heilt Kranke. Es ist keine Empfehlung, wenn es dir vielleicht gut gehen würde und wenn du einen guten Tag hast und wenn du mal einverstanden sein könntest mit einer Empfehlung namens du könntest mal eventuell Hände auflegen, dann kannst du es machen. Nein, hier ist ein Befehl Gottes, heilt Kranke. Und treibt Dämonen aus. Wow. Ich möchte dich ermutigen, dass du da mutig wirst und dass du sagst, okay, Jesus, wenn du das sagst, werde ich es auch tun. Matthäus Kapitel 10, Vers 1. Matthäus 10, 1. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus gibt ja nicht irgendeinen Auftrag und gibt uns keine Mittel dazu. Er gibt uns ja nicht irgendeinen Job und das ist unmöglich für uns. Nein, sondern Jesus hat einen Auftrag gegeben, heilt die Kranken und gleichzeitig gibt er diesen Jüngern die Vollmacht dazu. Wow.
Die Vollmacht über die unreinen Geister und die Vollmacht, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das ist möglich für den, der da glaubt. Halleluja, Halleluja. Ich möchte dich ermutigen darin, dass wir den Missionsauftrag wieder wahrnehmen, dass wir den Auftrag Gottes wieder wahrnehmen. Und Gott heilt heute noch. Er heilt heute noch. Und ich lade dich ein, dass du das nimmst und dass du sagst, jawohl, Jesus, ich möchte erleben, dass ich selber geheilt werde. Ich möchte erleben, dass meine Kinder geheilt werden. Ich möchte erleben, dass meine Gemeinde geheilt wird. Ich möchte erleben, dass die Menschen um mich herum in der Heilung Gottes leben, weil das ist so, so wichtig. Die große Frage ist immer, wer muss eigentlich glauben? Also wenn man Heilung erlebt, gibt es ja verschiedene Leute, die glauben. Wer muss glauben, damit Heilung durchkommt? Wir wollen mal da hineingehen in diese Frage. Wer muss eigentlich glauben? Es gibt drei verschiedene Gruppen, die glauben könnten. Die erste Gruppe ist der Kranke selbst. Also wer muss glauben? Gruppe Nummer 1, der Kranke selbst. Lukas Kapitel 17, Vers 19. Lukas Kapitel 17, Vers 19, da steht drin. Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Oder dein Glaube hat dich geheilt. Also entscheidend für die Heilung ist ganz, ganz, ganz oft der eigene Glaube. Also wichtig ist, wenn du in der Krankheit drin sitzt, wenn etwas nicht funktioniert, wie es funktionieren soll in deinem Leben, was ist entscheidend? Dein eigener Glaube, der ist wichtig. Kennt ihr die Geschichte von der blutflüssigen Frau? 12 Jahre lang ist sie krank. Und sie ist hier irgendwo alleine und da vorne ist Jesus. Und sie weiß, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Sie kommt immer näher an Jesus ran, haut alle Leute weg, berührt ihn von hinten an seinem Gewand, berührt ihn von hinten und packt ihn. Und in diesem Moment spürt Jesus, Kraft geht von mir weg. Und die Frau berührt ihn von hinten und Kraft kommt in ihr Körper hinein. Und sie merkt, wow, ich bin frei, ich bin geheilt. Sie rennt weg, bin kalt. Jesus dreht sich um. Wer hat mich angerührt? Und die Frau kommt und erzählt ihm die ganze Wahrheit, alles. Und Jesus antwortet, Tochter. Vorher war sie eine abgestoßene, unreine, kranke Frau. Mit einer Berührung Gottes wird sie zur Tochter. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Und sei gesund von deiner Plage. Was sagt Jesus hier? Bevor er über Heilung redet, gibt er eine neue Identität, die da heißt Tochter. Wenn Gott dich berührt, geht es nicht um eine Reparatur deines Körpers. Es geht um eine Erneuerung deiner ganzen Identität. Heilungsgottesdienst heißt alte Identität ab in den Mülleimer, neue Identität ab in mein Herz. Darum geht's. Und ein Randbereich ist körperliche Heilung. Das Hauptding ist aber eine Beziehung zum Heiler. Viele suchen immer die Heilung, aber es geht um die Beziehung zum Heiler, zu Jesus Christus. Das ist das Allerbeste. Und diese Frau berührt Jesus und Jesus sagt, Tochter. Und dann sagt Jesus selber, Achtung, dein Glaube hat dich geheilt. Können wir das zusammen sagen? Dein Glaube hat dich geheilt. Sagt Jesus hier, ich Jesus habe dich geheilt. Nein, Jesus selber sagt, nicht ich, Jesus, habe dich geheilt. Jesus selber sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Oder? Jesus sagt es. Und ich lade dich ein, dass dein Glaube in deinem Leben wächst. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus dauernd gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt. Aber wie wächst jetzt Glaube, wenn der so wichtig ist? Wie wächst Glaube? Glaube kommt vom Hören. Und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes. Bitte hör auf, deine Diagnose zu hören, deine Diagnose zu googeln, deine Ängste zu hören, deine Sorgen zu hören, deine Depression zu hören. Das raubt biblischen Glauben. Fang an, Wort Gottes zu hören. Das baut biblischen Glauben auf. Wenn du geheilt werden willst durch Glauben, ist es davon abhängig, was du hörst. Mach deine Ohren zu für den Müll, mach deine Ohren auf für das Wort Gottes. Amen. So entsteht biblischer Glaube. Und es ist ganz wichtig, die Gruppe Nummer 1, der Kranke selbst braucht Glaube. Und wie kommt es zustande, was wir hören?
Gruppe Nummer zwei, der Heilungsvermittelnde. Wer ist das? Es ist der Beter. Wir haben vorhin gehört, Kranken werden sie die Hände auflegen. Und was passiert mit dem Kranken? Der Kranke wird geheilt oder gesund. Also der, wo betet, der wäre auch gut beraten, wenn er auch glaubt. Oder? Und stell dir mal vor, was geschieht, wenn der Kranke glaubt und der Beter glaubt. Wow, eine Doppelkombination. Ich lade dich ein, dass du auch glaubst, dass du genau glaubst. Also, und ein Beispiel davon ist Petrus und Johannes. Kennt ihr diesen Petrus und Johannes? Die waren beim Tempel, da ist so ein armer Blinder krank. Und die kommen an den Tempel und sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf. Coole Story, oder? Was war also entscheidend? Nicht der Glaube von dem Kranken, sondern der Glaube von Johannes, von Petrus. Die Heilungsvermittelnden. Ich lade dich ein, wenn du für Menschen betest, habe Glauben. Habe Glauben und wisse eins, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf. Die haben das auch geübt. Lass uns in der Ichtus-Gemeinde eine Gemeinde sein, dass wenn die Kranken reinkommen, dass du sagst, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf. Ja. Dass du nicht anfängst, über den Krieg zu reden, über Corona zu reden und über die Benzinpreise zu reden und über die Energiepreise und über deine Stromerhöhung und so. Das ist ja alles okay, kannst du reden. Aber viel wichtiger ist das Evangelium von Jesus Christus. Hier ist doch kein Ort zum Rumdiskutieren. Hier ist ein Ort für die Herrlichkeit Gottes. Hier ist doch kein Ort, wo wir politisches Zeug reden. Hier ist ein Ort, wo wir das Evangelium predigen. Und ich lade dich ein, dass hier ein Ort ist, wenn Leute reinkommen, dass sie gar nicht bis ihren Platz kommen, bevor sie 5 Leute erlebt haben, die für sie gebetet haben. Halleluja. Sie gar nicht schaffen, auf ihren Platz zu kommen, weil einer nach dem anderen. Dass sie schon geheilt werden, bevor der Gottesdienst losgeht. Dass sie gar nicht nach Hause können, bevor sie geheilt sind. Halleluja. Ich lade dich ein, dass hier eine Glaubensgemeinde entsteht. Ichtus Gemeinde Frankfurt, ein Hotspot der Heilung Gottes. So soll es sein. Warum? Weil hier Petrus und Johannes rumlaufen. Und die dann sagen, hey, Gold und Silber habe ich leider nicht. Die Preise werden immer höher. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf. Ja, da lade ich ein. Und die dritte Gruppe, wer braucht auch Glaube, ist eine dritte stellvertretende Person. Eine Person, die vielleicht gar nicht da ist. Kennt ihr die Geschichte mit dem Hauptmann? Kennt ihr die? Der Hauptmann hat einen Diener und dieser Diener ist zu Hause. Der Hauptmann kommt zu Jesus. Und er sagt, hey, ich habe einen Diener, der ist krank. Er sagt, alles klar, ich kenne diese Geschichte schon. Ich komme mit. Diener, komm, leg die Hände auf. Und dann sagt der Hauptmann, stopp. Du musst gar nicht kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Jesus war ganz überrascht, ja. Ganz überrascht. Da ist einer, der hat es kapiert. Sagt er, noch nie habe ich so großen Glauben gesehen. Dir geschehe nach deinem Glauben. Oder dir geschehe, wie du willst. Und in dem Moment, wo der Hauptmann mit Jesus an einem ganz anderen Ort war, wurde in der gleichen Stunde der Diener gesund zu Hause. Dein Glaube, den du heute hast, hat Auswirkungen auf deine Familie zu Hause. Dein Glaube, den du jetzt hast, hat Auswirkungen auf deinen Ehepartner zu Hause. Den Glauben, den du jetzt hast, hat Auswirkungen auf deinen krebskranken Arbeitskollegen, der vielleicht irgendwo gerade im Krankenhaus ist. Dein Glaube, den du heute hast, hat Auswirkungen auf deine ganze Gemeinde. Ich lade dich ein, hab großen Glauben. Kennt ihr diese Frau die kanäische Frau mit der Tochter, die besessen ist? Kennt ihr die Geschichte? Da kommt diese Frau zu Jesus und sagt, hey Jesus, meine Tochter, die ist schlimm besessen, die ist krank. Und dann sagt Jesus, hey, ich bin nur für Israel gekommen, sozusagen, ich bin nicht zuständig. Dann fangen wir an zu diskutieren über das Brot und dass die Krümel runterfallen und dass die Hunde doch die Krümel nehmen und so weiter. Und dann ist Jesus wieder erstaunt. Wow, noch nie habe ich so großen Glauben gesehen. In der Bibel gab es genau 2 Leute, die hatten großen Glauben. Das war der Hauptmann, ja, und diese Frau, die kanäische Frau. Und noch nie habe ich so großen Glauben gesehen. Und dann sagt Jesus, dir geschehe nach deinem Glauben. Was ist geschehen? Die Tochter in der gleichen Stunde wurde von Dämonen freigesetzt, zu Hause.
Der Glaube der Mutter hat eine Dämonenaustreibung produziert, eine Freiheit produziert, Kilometer weiter weg. Dein Glaube kann psychische Krankheiten heilen. Dein Glaube kann Schizophrenie heilen. Dein Glaube kann Depression wegkicken. Dein Glaube kann Dämonen austreiben. Sogar wenn du hier in der Gemeinde bist, zu Hause kann was geschehen. Halleluja. Und ich will dich ermutigen, dass du jemand bist, der im Heilungsleben, im Heilungsprozess niemals aufgibt. Ich möchte euch erzählen von einer Frau von unserer Gemeinde, die ist schon eine Oma, ich war damals noch ein Junge. Und sie kommt immer in die Gebetsstunde und sagt, bitte betet für meinen Sohn. Mein Sohn ist drogenabhängig, bitte betet, dass er gerettet wird. Und alles klar, wir beten eine Woche, zwei Wochen, fünf Wochen, 10 Wochen, 20 Wochen, ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Es wird immer schlimmer. Ich sehe, nach der Gebetsstunde fahren wir nach Hause, er ist draußen besoffen und läuft da rum. Und ich sage schon zu meinem Papa, hey, der war damals auch Pastor bei uns, und sage ich, du, warum beten wir überhaupt? Es wird immer schlimmer. Wir müssen wahrscheinlich aufhören zu beten, vielleicht wird es dann besser. Aber diese Frau hat nicht aufgehört, diese Frau hat weitergemacht. Und sie sagt, hey, wieder nächste Gebetsstunde, betet für meinen Sohn, er ist drogenabhängig, er soll frei werden. 5 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre, 11 Jahre, und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Betet für meinen Sohn, und eine Frau hat nicht aufgegeben. Und es wird immer schlimmer mit dem Sohn, er spritzt sich schon Heroin, ist ein Drogendealer geworden. Und an diesem Abend hat er sich zu viel Heroin gespritzt. Spritzt sich zu viel, Überdosis, kippt um auf den Boden, verlässt seinen Körper, hat nicht an Gott geglaubt, hat seine Mutter immer wieder beschimpft und gesagt, wenn es einen Gott gibt, soll er sich mir mal zeigen. Hat seine Mutter beschimpft mit den schlimmsten Straßenausdrücken und gesagt, es gibt keinen Gott. Er verlässt seinen Körper und sieht die geistliche Welt und sieht die Dämonen dort und die sagen, hey, jetzt gehörst du uns. In einer Sekunde ist ihm klar, es gibt ein Leben nach dem Tod und was meine Mutter gesagt hat, stimmt. Jetzt ist es zu Ende, jetzt ist es zu spät. Die Mutter wird aufgeweckt in der gleichen Minute vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist sagt, geh in das Zimmer deines Sohnes. Und sie kommt rein, macht die Tür auf, der Sohn ist auf dem Boden tot, ist weg. Und die Spritze liegt daneben. Und diese Mutter, sie kniet sich hin. Sie weiß, jetzt geht es um Leben und Tod. Sie kniet sich hin und der tote Körper ist auf dem Boden. Sie legt die Hände auf und spricht, Tod. Weiche aus dem Körper meines Sohnes. Denn Gott hat gesprochen, mein Sohn wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Sie legt die Hände auf und fängt an, in Zungen zu sprechen und spricht hinein, Tod raus in Jesu Namen. Denn Gott hat gesprochen, mein Sohn wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und sie betet und betet. In der geistlichen Welt kommen Engel. Sie kommen vorbei, nehmen den Sohn mit ab in den Körper zurück. Er macht seine Augen wieder auf, kriegt eine zweite Chance, sieht die Mutter über ihn, die betet gerade für ihn, er kriegt eine zweite Chance und er sagt, Mama, du hattest recht. Ich muss mich bekehren, wo ist die nächste Bibel? In 3 Wochen hat er die Bibel durchgelesen, ab in die Therapie, ist übernatürlich frei geworden. In der Therapiezeit kommt er zu uns in die Gemeinde, sieht die Lobpreisleiterin, die haben jetzt geheiratet, die beiden, sind Nachfolger Jesu geworden, holen ganz viele Leute aus der Drogenszene raus, ab in das Reich Gottes hinein. Warum? Weil eine Frau nicht aufgegeben hat. Weil eine Frau geglaubt hat. Weil eine Oma auf das Wort Gottes vertraut hat. Weil eine Oma nicht aufgegeben hat. Nicht aufgrund der Umstände geschaut hat, sondern aufgrund des Wortes Gottes geschaut hat. Halleluja. Halleluja. Und ich lade dich ein, dass dieser Glaube in deinem Leben immer mehr wächst. Dass der Glaube in deinem Leben so richtig immer stärker wird und dass wir erleben werden, dass wir von einer Generation zur nächsten diese Glauben weitergeben dürfen. Der Glaube von der Großmutter über die Eltern auch in die nächste Generation hinein. Halleluja. Ich bin dankbar, dass ich in einer Glaubensfamilie aufgewachsen bin. Von einer Generation in die nächste Generation. Und ich lade dich ein, ab deiner Generation ist der Fluch der Scheidung zu Ende, der Fluch des Krebses zu Ende, der Fluch der Schizophrenie zu Ende, der Fluch der Ablehnung zu Ende. Und ab deiner Generation geht ein neuer Generationssegen los. Warum? Weil du glaubst, weil du festhältst und sagst, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Wollen wir uns dafür entscheiden?
Wollen wir aufstehen zusammen? Vater, wir danken dir, Jesus, dass wir und unser ganzes Haus dem Herrn dienen werden. Und wir danken dir, Jesus, dass der Glaube in unserem Leben immer mehr wächst und dass wir erleben werden, dass eine Heilung nach dem anderen geschieht in Jesu Namen. Und so beten wir jetzt für unsere Kinder, Jesus. Wir und unser ganzes Haus wollen dem Herrn dienen und wir geben dir die Ehre und wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Und alle sagen Amen. Dürft ihr mal Platz nehmen? Und bevor wir noch zum Abschluss kommen, will ich noch Maria Preher nach vorne rufen. Maria ist auch da, eine Frau des Glaubens. Wir wollen sie mit einem kräftigen Applaus hier begrüßen. Meine Stimme ist etwas rau, aber ich vertraue, dass ihr mich hört. Da ist nicht mehr viel hinzuzufügen zu dem, was der Pastor Daniel gesagt hat. Ich kann nur zu allem, was er sagt, Amen sagen. Aber wisst ihr, er hat einen sehr gesalbten Heilungsdienst. Und der Gleiche wartet auf dich. Amen. Es geht nicht darum, dass wir hören, sondern dass wir das Gehörte tun. Und da möchte ich euch sagen, ihr Lieben, in der 2. Korinther 5,20, ich schaue, ob ich das jetzt schnell finde, 2. Korinther 5,20, da steht etwas, was für dich und mich gilt. Da heißt es, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Amen. Wir sind Gesandte, wir sind Botschafter. Du bist ein Botschafter des Königs aller Könige. Amen. Ihr seid begeistert. Ja. Ich wollte nie mit Politik was zu tun haben, aber in der himmlischen Politik bin ich da. Jedes Land schickt die besten Menschen in andere Nationen, um diese Nation dann zu vertreten, okay? Wie ich das erste Mal wieder Fürst Castell mit seiner Frau nach Uganda kam, hat er mir eine Botschaft geschickt, Maria, wenn ein Aristokrat ein Land besucht, wo es einen König gibt, dann muss man diesen König besuchen. Wir haben 9 Könige, ja, in Uganda. Aber der größte ist dort, wo ich wohne. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie komme ich zu einem Termin mit dem König von Uganda? Dann hat der Herr gesagt, ruf den deutschen Botschafter an. Der wird dir helfen. So, jetzt habe ich den deutschen Botschafter angerufen und bin dann dort gewesen, bei ihm im Büro und musste warten, bis er kommt. Und ich war gespannt, wen hat Deutschland ausgewählt, um die ganze Nation Deutschland in Uganda zu vertreten. Aber also das ist eine schwere Wahl, ja? Ein Mensch vertritt die gesamte Nation Deutschland in Uganda. Und ich war so gespannt, den Mann zu sehen. Und ihr Lieben, der kam. Ein Hühne von einem Mann mit weißem Haar. Und er hat also eine Ausstrahlung. Jetzt sind alle Probleme weg. Ich habe gesagt, wow, wenn die Afrikaner den Mann treffen, glauben sie, Deutschland ist der Himmel auf Erden. Mit solchen Leuten, diese Ausstrahlung. Und ich war begeistert. Dann sagt der Herr, genauso möchte ich, dass du mich vertrittst auf dieser Welt. Mit der gleichen Ausstrahlung. Dass jeder, der in deine Gegenwart kommt, sagt, da ist Hoffnung. Das sind Antworten für mein Leben. Amen. Amen. Wisst ihr, wenn ihr den Pastor Daniel trefft, ob er da ist oder privat, der gibt jedem das Gefühl, dass Gott den besten Tag hatte, als er dich erschaffen hat. Der gibt jedem das Gefühl, du bist die Sonderausgabe der Schöpfung Gottes. Und das sollten wir jedem geben. Amen. Halleluja. Jeder, der mit uns ist, der sollte spüren, da ist Hoffnung für mein Leben. Amen. Und das sollte die Gesamtausstrahlung sein. Wisst ihr, nicht was wir tun, sondern wer wir sind, ist sehr wichtig. Das Tun ist okay, aber das Tun soll aus dem Sein herauskommen.
Ich tue nichts, um eine Identität zu bekommen. Ich habe schon eine. Meine Identität ist, eine Geliebte Gottes zu sein. Und aus dieser Identität heraus tue ich alles, was Gott mir zeigt, jeden Tag. Amen. Wisst ihr, wir haben in Europa ganz stark ein Tun, 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 nicht und nicht und nicht und nicht und Tun, 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 Tun. Und da sind die meisten beim Burnout. Das ist nicht der Weg mit Gott. Wer bist du in Christus? Das ist das Allerwesentlichste. Dass du fragst, Herr, wer bin ich für dich? Und dann wirst du sehen, wie plötzlich Autorität kommt, wie plötzlich eine Salbung auf dich kommt, die enorm ist. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Du bist genauso wichtig wie Jesus, der auf der Welt gewandelt ist. Habt ihr es kapiert? Amen. Und durch diese Position, die wir in Christus haben, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Amen. Wenn wir in Christus sind, dann haben wir Autorität, dann haben wir Vollmacht, dann haben wir Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Also ich tue noch etwas mehr, als wie der Pastor Daniel, der tut proklamieren und glauben, aber ich kriege manchmal so einen heiligen Zorn, dass es nicht mehr feierlich ist. Auf den Teufel kommt meine Tochter vor circa 5 Jahren und sagt, Mama, meine beste Freundin, ihre Mama ist beim Sterben mit AIDS. Die hat Kinder und sie möchte dir gerne die Kinder geben, damit sie sterben kann und weiß, ihre Kinder sind gut versorgt. Ich habe gesagt, bring mal die Frau mal. Da kam diese Frau, die hat ausgeschaut wie der aufwärmte Tod. Knochen und Haut. Da habe ich gesagt, was kannst denn du? Ja, ich kann gut kochen. Wow, habe ich gesagt, ich brauche eine Köchin. Du wirst meine Köchin und wir erziehen deine Kinder gemeinsam. Habe ich natürlich dafür gesorgt, dass sie gute Medikamente kriegt, aber sie war schon sehr am Rande des Abschieds von dieser Welt. Und vor 1,5 Jahren habe ich so eine Stinkwut bekommen auf diesen saublöden AIDS-Virus, der auch in Labors gezüchtet wurde, genauso wie Corona, genauso wie AIDS, wie Ebola. Eine Wut habe ich bekommen auf diesen Virus. Ich habe die Frau gepackt, ich habe sie gebeutelt, ich habe gesagt, in Jesu Namen, hau ab, du Sauvirus. Du hast nichts verloren in diesem Tempel des Heiligen Geistes. Raus mit dir! Aber sofort. Die Frau hat sich beuteln lassen. Sie hat gewusst, das ist nicht die Maria, das ist der Heilige Geist. Ihr Lieben, ich habe so eine Stinkwut bekommen auf diese, denn der Teufel will töten, er will alles kaputt machen. Ja? Und wir müssen anfangen, die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Ich stehe jeden Tag auf und sage, Teufel, stell aus, jetzt stehe ich auf. Dein Tag ist verhunzt. Amen. Wir sollen das Reich Gottes auf diese Erde reisen. Kurz danach musste ich nach Europa fliegen. Ich durfte auf eine Missionsreise. Als ich zurückkam, nach, glaube ich, 6 Wochen, hat die Frau ausgeschaut wie das blühende Leben. Sag ich, was ist mit dir passiert? Sagt sie, Maria, ich wurde schon 3-mal getestet. Negativ. Von AIDS geheilt. Unheilbar. In den Augen der Ärzte. Für Gott ist nichts unheilbar. Amen. Amen. Aber ja, und diese Frau ist wirklich für mich so eine Freude. Wisst ihr, in Philipper 2,19, da lesen wir noch etwas sehr Gutes. Und das müsst ihr euch wirklich, ihr müsst glauben, was Gott sagt. In 2,19 steht, Philipper 2,15. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Also da sind die Deutschen so ziemlich gut, gell? Im Murren, Raunzen, Schimpfen, Jammern. Das müsst ihr euch abgewöhnen. Das ist nicht Reich Gottes Sprache. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Leben wir in einem verkehrten Geschlecht zurzeit? Die ganze Welt.
unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wir sind Lichter in der Welt. Amen. Und jetzt muss ich euch noch etwas sagen. Ich persönlich glaube, dass Gott möchte, dass alle seine Kinder gesund sind, dass es uns gut geht. Genauso, welcher Vater ist glücklich, wenn seine Kinder dumm, krank und arm sind? Welche Mutter hier ist glücklich, wenn die Kinder dumm, arm und krank sind? Gott sei Dank seid ihr sehr gescheit. Und was glaubt ihr mit Gott? Glaubt ihr, der will uns dumm, arm und krank haben? Nein. Halleluja. Habt ihr es kapiert? Aber wir haben eine große Verantwortung für unser Leben. Unsere Entscheidungen bestimmen unseren Zustand. Amen. Und im dritten Johannesbrief, Vers 2 heißt es, Geliebter, Geliebte, ihr seid Geliebte, okay? Gott ist verknallt in dich. Ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Wer bestimmt, wie es deiner Seele geht? Du, Amen. Du selbst bestimmst mit deinen Handlungen jeden Tag, wie es deiner Seele wohl ergeht. Amen. Und mein Bruder ist Arzt, der hat zu mir gesagt, Maria, du hast keine Ahnung, wie wir uns als Menschen die Krankheiten verdienen. Durch Fehlverhalten. Amen. Schauen wir noch einmal im Matthäus-Evangelium. Da ist auch noch etwas sehr Interessantes. Wenn ich es gleich finde. Im Matthäus-Evangelium, ich glaube, es ist 28. Und da geht es, wo der Petrus kommt und Jesus fragt, wie oft soll ich vergeben? Amen. Nein, das ist nicht 18, ist es, glaube ich, 18. Entschuldigung. 18. Ja. Und zwar ist es das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, der nicht vergeben hat. Amen. Wir können es uns nicht leisten, nicht zu vergeben. Die größte Liebesbezeugung Jesus war am Kreuz, wie er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Amen. Und da müssen wir hinkommen. In diese Herzenshaltung müssen wir kommen. Und da steht, und der hat nämlich nicht, der Knabe, dem wurde alles vergeben, ihr könnt euch das nachlesen, in Matthäus 18, von Vers 21 weg, ihm wurde alles vergeben, aber er wollte nur mehr Zeit haben. Ihr Lieben, wir haben keine Zeit, um die Schuld, die jeder von uns schon geerbt hat durch die Geburt, abzuzahlen. Wir müssen die Vergebung und die Gnade annehmen und dann weitergeben. Und der hat es nicht getan. Und das heißt es, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen alles nachträgt. Sondern von Herzen vergebt, vergebt. Ich garantiere euch, ich kann es mir nicht leisten, nicht zu vergeben. Und da habe ich jetzt in Afrika mir etwas angeeignet, was mir schon viele Türen geöffnet hat. Das sage ich besonders die Moslems, ja, wir bauen ja auch große Schulen und Entwicklungen in muslimischen Gebieten, wenn sie uns einladen, ja. Nur wenn sie uns einladen, sonst gehe ich nirgends hin. Und dann sage ich ihnen immer, und solltet ihr einmal die Idee haben, mich frühzeitig in die ewige Herrlichkeit abzubefördern?
dann vertraue ich, dass meine letzten Worte Quagalano sind. Ich liebe euch. Hat alles Eis gebrochen. Ich habe einen Ruf unter den Moslems, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn mir jemand was tut, hat er die Moslems am Nacken. Die Mama Maria, die wollen sie beschützen. Und jetzt haben sich schon über 400 bekehrt zu Jesus. Weil sie erkannt haben, dass der Gott, dem wir dienen, besser ist als der, dem sie dienen. Und das soll unsere Überzeugung sein. Wo immer du bist, soll durch dein Leben ein Ruf entstehen, passt auf, der Gott von der und der und dem ist größer als unserer und liebevoller als unserer. Amen. Nur so werden wir überzeugend. Nicht, wenn wir sie dreschen mit dem Wort Gottes, sondern weil sie an uns die Liebe und die Herrlichkeit Gottes erleben. Amen. Gott hat mir lauter verfluchte Gebiete gegeben in Uganda. Aber schon total verflucht. Einen Berg, wo sie dem Satan schwarze Bullen immer wieder geopfert haben. Der Berg schaut genau auf die Nilquelle. Und ich habe das natürlich nicht gewusst, wie der Gott mir sagt, ich soll den Berg kaufen. Ich habe nur gewusst, also die Gegenwart, die hier ist, die habe ich noch nie erlebt. Mir ist jedes Haar zu Berge gestanden, aber nicht vom Heiligen Geist. Aber wenn ich gewusst hätte, das ist Satan, hätte ich natürlich Reis ausgenommen. Aber der Herr benutzt meine Naivität. Ich tue alles, was er sagt, ob ich es verstehe oder nicht, ob ich es mag oder nicht, ob es andere verstehen oder nicht. Ich tue es. Ich bin gehorsam. Sag immer, das Problem ist bei dir dann, nicht bei mir. Ich bin gehorsam. Und jetzt ist der Berg der Anbetungsberg von Uganda. Wir haben dort laufend Konferenzen mit Leuten, die Jünger Jesu werden wollen. Amen. Alle Gebiete, die Gott mir gegeben hat, die so verflucht waren und wieder draufgekommen bin, habe ich gesagt, Herr, jetzt habe ich schon wieder alle Papiere unterschrieben. Warum hast du mich nicht gewarnt? Sagt er, weil ich möchte, dass du aus dem verfluchten Gebiet ein Herrlichkeitsland machst. Wir sollen aus allem, was der Teufel besetzt hat, die Herrlichkeit Gottes da hineinbringen. Ihr seid begeistert, Herr. Wir sind in einem Kampf, ihr Lieben. Mit einem Kampf, um die Mächte der Finsternis zu binden. Und Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Amen. Amen. Und das ist mehr wie Religion. Das geht nur durch eine heiße Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Amen. Ich sag's euch, ich habe einen Ruf in Uganda. Passt auf, der Gott von der Mama Maria ist größer und stärker und liebevoller wie der unsere. Ah, ich freue mich. Amen. Gebiete, wo es nie geregnet hat. Ich komme hin, die Einheimischen geben mir den Namen Nakiru. Sie haben mich in ihren Clan aufgenommen. Und das heißt Regen und Segen. Und seither schüttet es dort. Und wird fruchtbar. Amen. Wo du bist, sollte die Manifestation des Reiches Gottes stattfinden. Kranke geheilt, Dämonen austreiben. Ich erwarte, dass die Zeit kommt. Ich gehe in ein Restaurant und alle, die besetzt sind mit Dämonen, fangen an schreien. Sag ich raus, in Jesu Namen, alle haut ab, in Jesu Namen. Und die marschieren. Amen. Amen. Gott hat Großes vor mit dir und mir. Aber da brauchst du einen lebendigen Glauben in den König aller Könige. Du musst dich erkennen, wie gut er ist und wie sehr er dich liebt. Und wisst ihr, es sind auch Leute in diesem Raum, die schon einen großen Unterschied im Leben von Afrikanern gemacht haben. Steht einmal auf, ihr zwei. Die zwei haben eines meiner Kinder unterstützt, ich glaube schon seit Kindergarten, gell? Jetzt ist er über 20. Seine Mutter war 12, der Vater 16. Er ist einer der heiligsten, gescheitesten jungen Männer.
Er war in der Mittelschule der Allerbeste. Kam er zu mir und sagte, Mama, die glauben, ich bin der Streber, aber ich streng mich so an, nicht der Beste zu sein, aber immer wieder bin ich der Beste. Sage ich, Halleluja. Wenn du der Beste bist, dann hast du Neider und Eifersüchtler. An das musst du dich gewöhnen. Amen. Eine Wonne, euer Joshua. Und ich muss unbedingt heute ein Foto machen mit euch, damit er sich freut. Das hängt er wieder über sein Bett. Amen. Da habt ihr was investiert in diesen Jungen. Ja, und jetzt werde ich auch, ich hoffe, meine Tochter hört es nicht, aber ich vertraue, er wird mein Schwiegersohn. Ich habe ihn auserwählt als meinen Schwiegersohn. Und er betreut meine Tochter mit einer Hingabe. Ich habe ja auch afrikanische Kinder adoptiert. Und ich glaube an diese Menschen. Und ich glaube, ihr Lieben, dass Afrika immer der letzte Kontinent war. Was tut denn ihr zwei hier? Ihr gehört nach Afrika. Halleluja. Habt ihr mich gehört? Dass Afrika immer der letzte Kontinent war. Ich habe jetzt von einem Experten erfahren, dass der Kontinent Afrika auf jeder Landkarte um mindestens ein Drittel kleiner ist, aufgezeichnet, wie er wirklich ist. Um den Afrikaner klein und blöd zu halten, ja, und zu denken, wir Armen sind der reichste Kontinent. Afrika wird aufsteigen, wird der Erste, wird der Welt zeigen, wie man als Reich Gottes Bürger lebt. Amen. So viel Verachtung, so viel Missbrauch, so viel Ausbeutung, so viel Verarschung, besonders durch diese Farbe. Ich wollte nie nach Afrika. Als er mich gerufen hat, habe ich gesagt, der Papa gerufen hat nach Afrika, habe ich gesagt, Papa, nein, nein, ruf mich nach China oder nach den Nordpol, aber nicht nach Afrika. Ich schäme mich so mit der Farbe. Ich werde nur heulen da drunten. Mit der Kollektivschuld meiner Rasse. Und dann sage ich, schicke dich aber als Segen. Keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Aber ich war, wisst ihr, ich bin so naiv, dass ich alles glaube, was Gott sagt und tue. Und dann bin ich zu meiner Familie und gesagt, Gott schickt mich nach Afrika. Ja, was machst du denn dort? Sag ich, weiß ich noch nicht. Ja, wieso will ich gehen? Ja, habe ich gesagt, Gott schickt mich als Segen. Ja, wie schaut denn der Segen aus? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Wie lange bleibst du denn? Habe ich keine Ahnung. Ihr Lieben, ich habe den Glauben Abrahams gelebt. Ich bin gegangen, ohne zu wissen, was Gott vorhat. Ich wusste nur, er schickt mich. Ich habe gewusst, ich habe zu meiner Familie gesagt, ich muss nach Afrika und wenn ich zu Fuß gehen muss, Gott ruft mich. Und ich gehe nicht in Opposition gegen euch. Die wollten mir in der Irrenanstalt stecken. Dass ich in dem Alter, ja, ich war 60 damals. Aber du wirst die größte Pleite erleben. Was habe ich gesagt? Gott wird mich segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. Und genau so ist es geschehen. Ich bin sowas von einem gesegneten Weiblein. Ich sage immer, lieber Gott, ich habe keine Ahnung, warum du mich so segnest und so liebst. Aber bitte hör nicht auf. Ich brauche es. Amen. Leute wollen mich nach meinen Geheimnissen ausquetschen. Wie ich Finanzen freisetze. In dem Ausmaß. Wisst ihr, ich habe über 1000 Mitarbeiter. Wir haben bisher jetzt 17.000 Kinder in die Schule geschickt. 8.000 davon sind schon ganz fertig. Wir haben über 1000 Hektar Landwirtschaft. Ich wollte immer Bäuerin werden als Kind. Jetzt habe ich massenhaft Kühe und Ziegen und Schafe und tausende von Hühnern. Jetzt fangen wir eine riesige Fischzucht an. Glaubt ihr, das habe ich mir vorstellen können? Wenn mir das der liebe Gott gesagt hätte, hätte ich gesagt, das kannst du mit mir nicht machen. Ich wäre in den Busch nach Australien geflüchtet. Na, sowas kannst du mir nicht zumuten. Aber Gott sei Dank spricht Gott nur immer den nächsten Schritt. Amen. Und jetzt sagt er mal dauernd, jetzt, das war erst ein kleiner Anfang. Jetzt kommt erst das Große. Wisst ihr, ich wollte das Ganze nennen Vision für Uganda. Dann sagt ein Pastor, das ist zu klein. Maria, nenne es Vision für Afrika, das ganze Werk. Und ich, wieder naiv wie ich bin, nenne es Vision für Afrika, ohne zu denken, was das beinhaltet, ja. Jetzt haben schon 12 Nationen mir geschrieben, Mama Maria, wo bist du? Dein Werk heißt Vision für Afrika. Wir sind auch Afrika. Nigerien, Kongo, Ruanda,
Also ich sage es euch, eine Nation nach der anderen kommt, aber da gehe ich jetzt nicht mehr hin, da gehen dann meine afrikanischen Mitarbeiter hin. Amen. Aber es wird sich in ganz Afrika ausbreiten. Und es ist ein Aushängeschild für Reich Gottes Arbeit. Ich bin nämlich runtergekommen, nach einer Woche wollte ich schon wieder zurückfliegen. Ich habe gesagt, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Eine Not, wo du nur hinschaust, ein Fass ohne Boden. Dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Eieiei, war ich wieder so groß mit Hut. Was tue ich dann? Nur jeden Tag, was ich dir zeige. Und das ist das Geheimnis, ihr Lieben. Jesus hat nur jeden Tag das getan, was er vom Vater im Himmel gesehen hat und gehört hat. Amen. Wenn ihr das tut, und ich tue nur jeden Tag, was der Papa mir zeigt, was der Heilige Geist mir offenbart. Und die wichtigsten Menschen sind immer die, mit denen du gerade bist. Und die wichtigste Zeit in deinem Leben ist immer jetzt, jetzt, jetzt. Ich habe Zwillingssöhne adoptiert und einer davon ist 3 Tage nach seinem 30. Geburtstag, ist auch 33, ja, von Gott abgeholt worden durch einen Unfall. Und mein 2. Zwillingssohn saß vor nicht zu langer Zeit am Grab seines Bruders und hat gesagt, Papa im Himmel, wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe den Eindruck, mein Bruder ist viel zu früh gegangen. Wie viel Zeit habe ich noch? Dann sagt Gott zu ihm ganz laut, immer jetzt. Halleluja. Immer jetzt. Lebt nicht in der Zukunft, da habt ihr noch keine Gnade. Lebt nicht in der Vergangenheit, ist schon vorbei. Lebt permanent im Jetzt. Amen. Und so vertraue ich, dass meine Worte, die der Herr mir gegeben hat, also ich hätte noch viel mehr, ja. Aber ich habe schon ein Zeichen bekommen von Pastor Daniel, der noch sehr deutsch behaftet ist, ja. Und da muss alles zeitlich auch stimmen. Die Afrikaner sagen zu mir, Mama Maria, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Also, ihr Lieben, ihr seid ein Licht in dieser Nation. Amen. In einer verkehrten Nation. Und wie der Pastor Daniel gesagt hat, konzentriert euch auf Gottes Wort, auf seine Verheißungen. Amen. Ich erwarte eine Erweckung, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Ich erwarte, dass Gott die Türen öffnet und ich ein Heer mit zusammen, auch Pastor Daniel und ich, wir wollen gemeinsam Millionen Menschen zu Gott bringen. Denn die Schlüsselfrage, die wir jetzt haben, wenn du heute abberufen würdest, wo verbringst du deine Ewigkeit? Das ist die Schlüsselfrage deines und meines Lebens. Wenn du den Himmel versäumst, ist dir die Hölle gewiss. Und da möchte ich alle davon retten. Und keiner kommt in den Himmel, weil er es hofft, weil er sich entscheidet, weil er sagt, ich bringe mich fast um mit guten Werken, Gott muss mich nehmen. Wir kommen nur in den Himmel, wenn wir wissen, wir haben durch Jesus Christus ein neues Leben bekommen. Wir sind wiedergeboren. Er ist unser Leben und unser altes Leben ist auf ihn gekommen und sein neues Leben auf uns. Durch sein vollendetes Werk am Kreuz. Es ist vollbracht. Das ist der einzige Grund, warum du in den Himmel kommen kannst. Amen. Und das sollten wir sehr, sehr stark predigen in den Gemeinden. Denn viele sitzen im Raum, sind noch gar nicht entschieden für Jesus und müssen lernen, wie man als Christ lebt. Du kannst nicht leben, bevor du nicht geboren bist. Amen. So müssen wir wirklich unser Predigen. Das Wichtigste ist, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Amen. Ja, wollen wir gleich, ich möchte auch mit euch beten. Ein Gebet, wo ihr dann wisst, wenn ihr das von Herzen betet, dass ihr die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen könnt. Wer das möchte, soll aufstehen mit mir und wir beten. Betet mir nach. Vater im Himmel, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass mein Leben einmalig ist. Dass ich ein Original deiner Schöpfung bin. Und dass du einen Traum für mein Leben hast. Mit mir als dein Kind auf dieser Erde zu herrschen.
Und Vater, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, durch meine Geburt schon. Und dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich öffne dir jetzt mein Herz und mein Leben. Und ich empfange dich, Herr Jesus, als meinen Meister und Herrn, als meinen Erlöser, als meinen besten Freund, als meinen Bräutigam, als meinen Geliebten und als mein Leben, als meine Freude, als meine Friede, als meine Autorität, als meine Vollmacht und alles andere noch dazu, Herr Jesus. Ich bin, wenn ich in dir bleibe und deine Worte in mir bleiben, dann kann ich sogar bitten, was ich will. Und du wirst es tun. Danke, Herr Jesus, dass mein Name im Buch des Lebens steht, weil mein ganzes Vertrauen in dein vollendetes Werk am Kreuz gesetzt wird. Du bist für mich zur Sünde geworden, damit ich in dir die Gerechtigkeit Gottes werde. Danke, Herr Jesus. Bring diese Wahrheit tief in mein Herz. Lass mich mein Leben erkennen, wie du es siehst. Ich bin ein Licht in dieser Nation. Ich bin eine Lösung für die Probleme dieser Welt. Ich bin ein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Und ich will diese Berufung annehmen. Und das tun, was Pastor Daniel gesagt hat. Den Kranken die Hände auflegen. Und es wird besser werden mit ihnen. Amen. Und viele werden gesund werden. Und Dämonen werden ausfahren. Und Menschen werden zu dir kommen, Vater. Und ein neues Leben beginnen. Ich danke dir, Vater, dass ich der beste Botschafter Jesu Christi auf Erden werde. Und dass durch mich Millionen Menschen dich kennenlernen. Amen. Amen. Gebt dem Herrn einen Klatschapfel. Und dann gebe ich euch noch eine Gelegenheit. Ja, danke. Ich hätte noch so viel zum Sagen, aber bitte. Seht ihr, was ich an Unterlagen habe? Der Daniel hat nur einen kleinen Folder. Ihr Lieben, ich liebe euch und ich vertraue, dass wir uns in der Ewigkeit spätestens wiedersehen, wenn nicht vorher in Afrika. Amen. Afrika wird der Kontinent für den Leib Christi. Hätte Jesus überlebt ohne Afrika? Hätte Jesus sein Erdenleben überlebt ohne Afrika? Er war wo? In Ägypten, als Flüchtling. Hätte Mose überlebt? Josef, Abraham. Afrika ist der Kontinent, der den Leib Christi auffangen wird. Amen. Und von Afrika, und ich glaube persönlich von Uganda, wird die Erweckung nach Afrika kommen. Und von Afrika in die Welt. Amen. Wir kriegen jetzt eine Fernsehstation über Satellit, die ganz Europa, ganz Afrika und ganz Asien deckt. Ihr könnt euch bald unsere Botschaften im Fernsehen anschauen. Amen. Und zwar nicht, weil ich es gesucht habe, sondern weil ein Iraner, der im Iran über eine Botschaft im Fernsehen zu Jesus gefunden hat, sein Leben Gott geweiht hat und gesagt, ich weihe mich den Medien, dass der Herr Millionen Menschen über die Medien zu sich ziehen kann. Und der hat, ja, er ist tiefgläubig, seine Frau auch, heißt sogar Maria, seine Frau, seine zwei Töchter sind in Deutschland, eine ist Ärztin und eine Wirtschaftsingenieurin. Und der kommt jetzt zu uns nach Afrika. Und der
Der hat, zuerst war er in Kongo, da haben sie ihn etwas bescheiden behandelt. Und dann hat er gesagt, macht euch das selber. Und ging ins Internet und fand uns im Internet. Und jetzt ist er schon zweimal bei uns gewesen. Er will bei uns eine riesige Fernsehstation bauen. Und zwar für Asien, Afrika und Europa. Über Satellit. Und Gott hat mir vor 30 Jahren gesagt, ich soll wuchern mit den Medien. Und hat mir gezeigt, wie ich aus dem Fernsehkastel schaue. Ich bin zu meinem Mann gelaufen und gesagt, den Fernseher mag ich überhaupt nicht. Und reden kann ich auch nicht. Und hat er gesagt, Maria, es ist eine Prophetie. Wenn Gott es dann wirklich umsetzt, dann wirst du bereit sein. Ich bin bereit, ihr Lieben. Ich bin bereit. Und wir brauchen alle, ihr Lieben, fangt an, jede Gelegenheit zu nützen, Menschen zu Jesus zu bringen. Denn es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Amen. Ich liebe euch. Shalom, shalom.